Hallo Freunde und herzlich willkommen hier wieder bei Abgefahren. Ich bin's, der Duki. Wir zocken eine neue Ausgabe und zwar Folge 19. Ja, Folge 19, glaube ich. City Car Driving 1.3. Und heute, ich kann ja mal aufzählen, wir hatten ja schon dabei den BMW M5e 39, den BMW M5 E60, glaube ich, auch schon. Den neuen M5 hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder hatten wir den schon? Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Wir hatten auf jeden Fall den X6M, ja, in der vorletzten Folge. Und wir hatten den X5. Das auf jeden Fall, da bin ich mir 100% sicher. Vielleicht auch schon den neuen M5, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ansonsten werde ich das schleunigst nachholen, damit unsere BMW Collection hier mal größer wird. So, und heute, ihr seht schon an der Farbe, es ist was ganz Besonderes. Und zwar quasi der, ja, was ist es, der Cousin? Ich würde mal sagen, der Cousin vom X6M, und zwar der X5M. Ja, auf jeden Fall der testosterongeschwängerte, deutlich ältere und trainiertere Bruder des X5. Ja, mit richtig Power, also derselbe Motor wie im X6M, mit 550 oder 560 PS. Da steht immer in der Beschreibung 550, ich glaube in der Realität sind es aber eigentlich 560, deswegen... Ach, guck mal, was da vorbeifährt. Den kennt er noch aus der letzten Folge, ne? Der wunderbare 95 km/h Bus. Naja, weiter geht's hier im Text. Und zwar steht da immer 550 PS. Ich glaube, der hat aber in Real Life 560 PS. Ein Biturbo V8 ist das ja, glaube ich, ne? Naja, so viel sei schon mal gesagt. Wir steigen mal in den Innenraum. Haben hier wieder unser beliebtes Navigationsgerät. So, und wir sitzen noch ein bisschen weit hinten. Deswegen würde ich sagen, probieren wir den Trick aus. Wup, 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 wup. Zack! Mal eben nach vorne gerutscht, wunderbar. Danke für diesen wertvollen und nützlichen Tipp. So, und was sehen wir im Innenraum? Wir sehen einen eigentlich recht schönen Innenraum. Materialien sehen gut aus. Wir haben hier wieder das typische Navi, das große, mit Regensburg, Ingolstadt und Nürnberg. Der Süden des Deutschlands ist also dargestellt. Hier der Automatik, also der kunstvoll gestaltete Automatikhebel. Und die Schaltpedalen hier dazu am Lenkrad natürlich. Ja, auch hier massig Platz, mehr Kopffreiheit als im X6M, der ja doch nach hinten deutlich abflacht und flacher wird. Aber was jucken uns jetzt die hinteren Plätze, mal ehrlich? Gar nicht, ne? So, und deswegen Handbremse los, angeschnallt. Ihr seht, ich habe den Motor gestartet schon. Das geht natürlich nicht. Wir machen natürlich so, da ist der Navi auch aus, wunderbar. Und wir starten einfach mal jetzt jungfräulich den Motor natürlich. Zack! Und da läuft das gute Stück. So, und wir wollen nicht mehr, nicht viel mehr, also nicht noch mehr Zeit verlieren, als wir, wie wir es jetzt schon gemacht haben. Deswegen rein in den Rückwärtsgang, raus aus der Parklücke. Und mit Schmackes und Karacho geht's mal Richtung Autobahn, weil 550 Pferdchen, die möchten wir natürlich zum Spurten bringen. Und wir verstoßen hier gegen unser Lieblingsgesetz, nämlich, dass wir hier nicht... Oh. Oh. Wie peinlich. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass wir hier gegen unser Lieblingsgesetz verstoßen, nämlich, dass wir da nur rechts abbiegen dürfen und wir biegen einfach kontinuierlich links ab. Und jetzt haben wir hier aber zum ersten Mal diese Laterne, glaube ich, mitgenommen. Die werde ich mir mal einrahmen oder so. So, und wir sind schon wieder viel zu schnell für die Stadt eigentlich. Guck mal eben, ja, wir haben 6 Gänge, alles klar. Da können wir mit leben, ich denke, das geht in Ordnung. So, mal eben den Zebrastreifen überfahren und, der Frau, die da drüber gelaufen ist, ein mulmiges Gefühl gegeben. Aber ich sag mal ganz ehrlich, mit der Farbe, ne? Könnte man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, holländische Polizei oder so, die sieht doch bestimmt so ähnlich aus. Das sieht auf jeden Fall offizieller aus. Das sind natürlich die Farben der MGmbH, bis auf das Gelb, aber dieses hellblau, blau-rot sind die typischen Farben für einen BMW der Firma MGmbH, also mit richtig Mucki. Und richtig Testosteron unterm Geblech. Ja, was das Gelbe soll, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Finde ich jetzt nicht so. Hätte man auch lassen können. Genauso wie man den Streifen eigentlich hätte weglassen können. Man sieht ja hier die Embleme im Innenraum. Sieht man Embleme im Innenraum? Ah, vielleicht sollten wir das machen, wenn wir anhalten. Dann gucken wir nochmal nach Emblemen im Innenraum. Das ist mir jetzt zu riskant. Wir fahren lieber mal ein bisschen zügiger. Schalten einfach mal einen Gang runter in den vierten. Und treten voll drauf, 180, 200. Müssen jetzt mal schalten hier, 230, 240, 250, also der geht ja wie Sahne. Ist ja abgefahren, möchte ich da schon fast sagen. Auch hier im fünften Gang, Durchzug, wir hätten... Ja, okay, runterschalten hätten wir, glaube ich, gar nicht mehr können.
290 km/h. Er rennt ja wie eine... wie ein Bekloppter. Ich hab... Ne, noch einen Gang. Doch, ich hab noch einen Gang übrig. Guckt euch das an. Oh. Ja, dann sind wir in den E39 M5 gefahren, aber ich war auch gerade so geflasht, dass wir noch einen Gang übrig haben, obwohl wir schon weit über 300 km/h auf der Uhr hatten. Ja, jetzt fahren wir ja schön durch den Gegenverkehr, ne? Gar kein Thema. Obwohl, wir machen mal eben den... Ah. Ich wollte gerade eine lässige Handbremsenwende machen, aber das geht gar nicht anscheinend in dem Auto an... Jetzt fahre ich hier vor die Bande, das ist so schlecht. Naja, warum das nicht geht, sei mal dahingestellt. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Allradantriebler unter der Foot. Sprich, wir machen unser beliebtes Ritual, einfach mal Gas geben. Ja, Leerlauf, Vollgas und jetzt einfach mal in den ersten Gang hauen und zack. Da haben wir sofort unmittelbar Traktion, die Beschleunigung auf 100, unfassbar und auch nicht sehr realistisch, glaube ich, weil das Viech ja doch so an die 2 Tonnen bestimmt wohl wiegt, wenn nicht sogar 2,2 oder halt über 2 Tonnen. So. Und aufmerksame Beobachter haben gerade den alten X5 da rumgurken sehen. Den wir dann vermutlich auch wohl testen werden. Oh. Das war cool vom Bus irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der hat rechts geblinkt und wollte da quasi rein, glaube ich. Und dann hat er wohl mich gesehen und meine Signalfarben. Und hat sich das Ganze nochmal anders überlegt. So, 306 km/h. Wir müssen hier vom Gas gehen, sonst fliegen wir aus der Kurve. Scheiße, Mensch. 306 km/h. Schnellste Geschwindigkeit, die ich je gefahren bin im City Car Driving. Und da reicht schon eine Bodenwelle aus, um uns wirklich komplett lahmzulegen und uns in einen Totalschaden reinzubuxieren, reinzuleiten, reinzudellen, reinzubergen. Was weiß ich, ey. Scheiße, Mann. Und da kann ich auch gar nicht so schnell genug reagieren, um dann auch irgendwie gegenzulenken. Das habt ihr ja gesehen, das ging ratzfatz. Das ist die kleine Bodenwelle und schwupp geht der Kahn quer. Wie beim Elfmeterschießen, ne? Geht der Kahn quer. Naja. Ich lasse meine Vergleiche. So, und hier ist wieder Wendestelle. Ja, Entschuldigung. War doch nicht mit Absicht. Ich weiß doch noch nicht, wie groß das Auto ist. Außerdem bin ich gelb. Du hättest mich sehen sollen. Wow. Hallo. Habt ihr das gesehen? Da kommt der kleine, also der dicke... Der dicke, fette Koloss hier mit dem Arsch, der eigentlich Allradantrieb haben sollte. Ich mache das Ganze jetzt normal. Same procedure as every year. Und ja, einfach mal im zweiten Gang hier drauflatschen, wenn wir hier aus dem Kreisverkehr rausfahren. Ja, wir waren jetzt nicht schnell genug, deswegen konnte man es nicht wirklich gut sehen, aber der geht quer. Und dabei hat er doch eigentlich Allrad. Ich meine, so wie der auch nach vorne geschossen ist gerade. Was ist denn, wenn wir... So, ja, der kommt oben rum, erst richtig, ne? Turbo-Murbo und so. Ach, es ist so schlecht. Ich will doch eigentlich nur ausprobieren, ob wir im zweiten Gang immer so ein bisschen... Da haben wir doch. Ja, und wenn ich ihn jetzt noch richtig wieder einfahren könnte, sähe es auch noch gut aus. Aber da hat man doch den zweiten Gang. Quersteher kann ich mir nicht so ganz erklären, weil eigentlich durch den Allradantrieb sollte das... Also, ich schätze die Karre in echt so ein, dass das nicht funktioniert. Ja, wenn wir im zweiten Gang bei, weiß ich nicht, 60 Sachen oder so drauftreten, dass da der Arsch kommt, das glaube ich nicht. Das passiert bei einem Porsche, das passiert bei einem Ferrari, alles was hecklastig ist und ein Heck angetrieben ist und vorne vielleicht sogar noch den Motor hat und ja, über 200-300 PS oder wenn es nass ist, dann auch mit einem Mazda MX-5. Aber doch bestimmt nicht in einem BMW X5 M, oder? So, wir haben ein Freistück vor uns. 315 km/h. 320 km/h. Ist ja unfassbar. Und hier müssen wir in die Eisen gehen. Sonst sterben wir. Erneut. Und das wollen wir nicht. Wir sind ja keine Katze. Aber so ist das auch auf der echten Autobahn. Man kann zwar so schnell fahren, wie man will. Oder wie man kann. Aber halt eben auch nur so schnell, wie man kann. Ja? Bringt dir nichts, wenn die Karre 500 PS hat und du stehst im Stau. Im Stau sind sie nämlich alle gleich schnell. Beziehungsweise der erste ist vielleicht noch am langsamsten oder am schnellsten. Ich frage mich immer, wer der erste im Stau ist, ne? Aber ist auch eine dumme Frage, weil der Stau löst sich ja so nach und nach auf. Aber man mag natürlich die Vorstellung, dass da einer mit 20 km/h über die Autobahn schleicht und den ganzen Verkehr aufhält und
Ja, hunderte Menschen. Wow! Wollte der Volvo gerade rechts in die Mittelspur ziehen? Und hier, was ist hier? Was ist denn hier? Wollt ihr mich veräppeln? Hast du was gegen meine Farbe oder was? Dann sag mir das ins Gesicht. Komm, mit deinem kleinen Piss-M... Das ist eine M-Klasse, ne? Ich meine, guckt euch mal an, wie die im Vergleich aussehen. Das konnte man gerade auch von oben sehen. Aber was für ein Schiff dieser X5 angeblich sein soll. Ich meine, da sieht die M-Klasse aus wie ein Smart. Und die M-Klasse ist ja nun mal kein Smart, ist ja nun mal eine M-Klasse. Also auch ein gutes, ein dickes Schiff. Ja, schade. Wir können ja mal den Volvo nehmen. Den hatten wir auch in einer der ersten Folgen zum Vergleich. So, komm jetzt. So, und wenn wir den hier einfach mal daneben stellen, ist schon deutlich realistischer das Größenverhältnis, ja? So, und wenn wir jetzt mal vorne auf die M-Klasse schielen, das sieht aus wie eine A-Klasse, ganz ehrlich. Ich glaube bestimmt die ganze Zeit Scheiße und das soll keine M-Klasse sein. Aber bitte, was soll's denn dann sonst sein? Naja, wir haben eine Mission. Und die Mission heißt V-Max, Top Speed, High Speed, whatever you want to call it. Feel free to name it as you please. So, und hier ist natürlich wieder Kackstelle, Mackstelle. Wir müssen wenden, glaube ich. Ja. Müssen wir mal die Wendejacke anziehen. Im Thema so ein bisschen. Lalalala. Soll man illegal sein? Soll man illegal sein? Soll man illegal sein? Nein? Ah, zu spät. Oh, das ist aber ziemlich illegal. Kommen wir hier überhaupt rüber? Ich glaube, wir kommen hier gar nicht rüber, ohne einen Stunt zu wagen. Boah, ist natürlich jetzt extrem Geisterfahrer-Style hier. Aber hier spawnt gerade kein Gegenverkehr. Wir haben richtig Glück, aber hier die Bodenwelle wird schon wieder gefährlich werden. Ja, gerade noch gut gegangen. Boah, fetter, massiver Satz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, unsere Karre ist erneut hinüber, würde ich sagen. Und wir wechseln mal schleunigst wieder in den regulären Verkehr. Auf die rechte Seite, da wo wir hingehören, wo wir eh schon genug Schabernack treiben. Bei unseren Topspeed-Jagden hier. Ich habe auch gerade gar nicht gesehen, wie schnell wir waren, aber ich glaube, wir waren nicht mal an der 300-Marke, oder? So, vielleicht kriegen wir jetzt mal was geschissen hier. 320 hatten wir doch, glaube ich, schon auf der Uhr, oder? Aber 290. So, und da kommt noch ein bisschen Stück jetzt. Da kommt zwar auch gleich ein Sprung. Ich hoffe, dass wir den einigermaßen gut kriegen. 330 km/h. Ich kann hier nirgendwo hin. Ich muss abbremsen. Alter Schwede. Was ist denn das für ein Monster? Und der soll angeblich dieselbe Leistung haben wie der X6M, wo bei 300 schon Schluss war. Oh, da hatten wir doch auch 6 Gänge, oder? Habe ich da etwa einen Gang übersprungen oder übersehen? Das kann ja wohl nicht sein. Boah, hier müssen wir mal richtig ausweichen. Gut, dass hinter dem Bus keiner war. Auf der rechten Spur. Zack, zack. Oh, 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 oh. Ja, mit 190 über Verkehrsinseln pinseln hier. Das kann nur ein X5M. Ja, ich bin ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Auch wenn wir hier, ja, beim Bremsen einfach nur untersteuern und die Karre schiebt geradeaus. Wäre da jetzt irgendwie ein Fahrzeug gewesen oder eine Giraffe oder so, dann wäre die platt gewesen. Aber trotzdem, ich bin ein bisschen geflasht. Also jetzt nicht wirklich vom Realismusgrad, das sei mal dahingestellt, ob das halt so wirklich ist, was ich halt einfach nicht glaube. Ne? Mit 550 PS kann man mit 2 Tonnen, also das ist halt Physik, dass man da nicht wirklich über 300 km/h fahren kann. 300 geht dann vielleicht noch, vielleicht auch 310. Aber bei uns war ja gerade bei 330 immer noch nicht Ende. Ja, und davon bin ich auch geflasht, dass man hier Geschwindigkeiten über 330, boah, erreichen kann. Und wenn da mal jetzt für die 1.3er Version so richtige Klopper kommen, Richtung Lamborghini, Richtung Ferrari, dann will ich gar nicht wissen, was da noch so möglich ist. Vielleicht ja sogar ein Bugatti oder so, wenn wir den finden. Müssen wir natürlich Glück haben, ich darf hier keine leeren Versprechungen machen. Das ist alles nur hypothetische Theorie. Also, ja, doppelt nicht bestätigt. So, komm, wir machen jetzt nochmal über 300. Schaffen wir die Schallgeschwindigkeit. 320. Da wird jede Kurve zu einer Schikane. 335. Komm schon, komm schon, komm schon. Passen wir da durch. Wir passen nirgendwo durch. Oh.
Das war so klar. Und die Karre ist doch so breit. Das hätte ich nie machen sollen. Ich hätte direkt auf die Bremse steigen sollen. Wir sind hier wieder am Ausgangspunkt. Das heißt, wir resetten aber kurz. So. Oh, unsere Karre ist wieder in Ordnung. Und wir leben. Wir können es nochmal versuchen. Ich brauche mal so eine kleine Legitimierung, so eine Rechtfertigung. Weil es ja nun mal echt nicht realistisch ist, was wir hier machen. Und es ist auch kein GTA, es ist eigentlich ein Fahrsimulator. Und hier steht ein Atomkraftwerk. Es könnte das Atomkraftwerk aus Springfield sein. Kann ich hier rüber gucken? Ah, sieht man schlecht, ne? Ist immer so eine Sache mit sich umgucken und also Atomkraftwerke bei 190 km/h sich anzugucken. Habe ich im Real Life auch Schwierigkeiten mit. Da stimmt der Realismusfaktor auf jeden Fall. Wo können wir denn? Darf ich hier vorbei? Ja, danke schön. Ich blinke auch. Ja, und hier gehe ich nochmal rechts. Und noch wieder auf die Mittelspur. Mal eben durchgezogen auf 290. Aber hier wird's wieder haarig. Hier wird's wieder eng. Da haben wir fast den Audi schon in den Tod gerissen. Was ist hier mit... Also das ist ja mal richtig geil. Eine ganz leichte Bodenwelle und man sieht, wie das Fahrzeug ganz leicht querkommt und leicht genug, dass ich es noch abfangen kann. Das hat mir gut gefallen. Das sieht schick aus und zeigt auf jeden Fall, was für eine Physik hier drin steckt. Es ist nicht die realistischste Physik, das ist klar. Das haben wir aber auch schon gemerkt. Aber da steckt dann doch einiges von... Also das Fahrverhalten hat doch einiges von einem echten Auto. Wenn man danach sucht. So, komm. Letzte Runde starten wir noch. 336 ist, glaube ich, zu schlagen. Warte, ja, ich meine, überlegt euch das mal. 336. Guck mal, das ist jetzt... Wir fahren 220, also jetzt nochmal 100 km/h mehr. Oder jetzt sogar 336 km/h mehr, weil wir still standen. Still im Sinne von, total zerstört vor einer Laterne. Boah, auch wie der dritte Gang hier durchzieht, Leute. Guck mal, wir machen mal 90. Ich liebe ja dritte Gänge. Habe ich heute noch wieder festgestellt bei unserer Karre. Dritter Gang macht Spaß. Dann kannst du den kompletten Drehzahlband des Motors kannst du perfekt feststellen. So, und ich trete einfach mal. Ah, mal so bei 100. Trete ich mal drauf. Zack, 175 in einem Gang. Also 75 km/h. Da musste ich kurz aufstoßen vor Freude. Aber das macht auf jeden Fall Spaß. Zack. Und ab in den vierten. Und das geht natürlich, je mehr Leistung man hat, desto, naja, da fühlt sich der vierte Gang dann auch an wie der dritte Gang. Und der fünfte vielleicht auch noch ein bisschen. Aber dann wird es natürlich egal, fast egal bei welchem Auto, wird's da, nimmt da die Beschleunigung natürlich ab. Es sei denn, man sitzt wirklich in einem Formel-1-Wagen oder... in einem Bugatti oder einem Königsegg oder was es da noch so gibt. So, hier mal über den Standstreifen. Boah, Barrikaden. Und hier dürfen wir eigentlich nicht jumpen. Na okay, es geht geradeaus. Oh, Sprünge sind immer gefährlich, das haben wir jetzt schon festgestellt. Dass die uns da... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ja, das war klar. Ja gut, wir stehen irgendwo in der Walachei. Ich kann nur sagen, hoi, hoi, hoi. Das war wunderbar. Ja. Soll es das auch gewesen sein, ne? Ich mache mal den Motor aus. Wir warten auf den ADAC. Den habe ich gerade angerufen. Ich schnall mich schon mal ab. Mach die Handbremse rein. Und geh mir eine Schokozigarette essen. Ich würde sagen, das war's mit dem BMW X5M. Ein unfassbares Gerät. Zumindest hier im Spiel. Fühlt sich... unfassbar schnell an halt, kann ich nur empfehlen eigentlich, macht einen Spaß und wenn man nochmal Platz hat oder die Eier hat, den Verkehr auszustellen, kann man mal sehen, was der richtig schafft, ja, aber das ist uns leider heute nicht gelungen, wir haben 336 km/h glaube ich geschafft, gucke ich nochmal nach, naja, hat Spaß gemacht, ich wünsche euch einen angenehmen Tag und danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, ich bin der Duki, hierbei abgefahren, macht das gut, tschüss.